This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es um Supplemente. Um B12, um D3, Vitamin D, Vitamin A, B, C, D. Egal. Alle Vitamine und diese Nährstofftheorie. Auf das Wort möchte ich auch gleich nochmal hinweisen, für die es noch nicht mitbekommen hat. Da steckt Theorie hin, Nährstofftheorie. Das ist eine Theorie, die hat mal jemand aufgestellt, hat gedacht, das funktioniert so. Und es ist kein Naturgesetz, es ist nicht wie die Schwerkraft oder so. Es ist überhaupt nicht bewiesen, es ist halt eine Theorie. Und da muss man nochmal ein bisschen drüber nachdenken und seine eigenen Erfahrungen muss man da reflektieren. Also, wenn man wirklich auf seine Erfahrungen achtet, dann wird man feststellen, dass das Ganze nicht hinhaut. Um das Ganze mal vorwegzunehmen mit dem Video. Und dieses Mangeldenken. Überlegt mal, warum den Körper zum Beispiel sagt mal, was weiß ich, oh, es wird so, der Körper scheidet zu viel Eiweiß aus. Da muss man so viel Eiweiß wieder aufnehmen. Die Nieren scheiden das ja aus. Warum schaltet der Körper das aus, wenn er es braucht? Das ist ja völliger Schmarrn. Anscheinend ist es viel zu viel Eiweiß anscheinend und deswegen schaltet das aus. Man kann sich mal zwei, drei verschiedene Fragen stellen, so, was Vitamine angeht. Oder mal klar machen, so zum Beispiel, es gibt Leute mit perfekten Vitaminwerten, die gehen zum Arzt, alle Vitaminwerte top und trotzdem werden sie krank. Bekommen Krebs, bekommen was weiß ich für Krankheiten, Burnout, Depression, ja, oder andere Menschen, ja, Blutwerte, ist aber alles in Ordnung, Blutwerte, sie kann nicht sein, dass sie Schmerzen haben und so weiter. Gibt es ja auch genug Leute, gehen zum Arzt und die Ärzte sagen, hey, ein Rätsel, keine Ahnung, was mit ihnen ist, so, sie haben nichts, sie sind gesund, so, genau. Und diese Praxis, die widerspricht dieser Theorie ja schon. Genauso, wenn man jetzt, man muss halt eben wissen, was Entgiftung ist, was Heilung ist, was Krankheit ist. Ich habe ein Video schon mal dazu gemacht, Krankheit, Heilung, sucht es mal in meinem Kanal und lest die Bücher von Arnold Ehre durch, da wird es erklärt mit der Entgiftung. Es ist so, der Körper regelt alles von alleine und bringt sich wieder ins Gleichgewicht. Lauren Lockman, das ist zum Beispiel ein, ich weiß nicht, ob es ein Amerikaner ist, auf jeden Fall hat er ein Fastencenter in Costa Rica. Und beim Fasten normalisieren sich Vitaminwerte wieder, ohne dass man was hinzuführt. Der Körper regelt es von alleine, ohne dass man Vitamine hinzuführt. Der hatte Leute, Lauren Lockman zum Beispiel, die hatten ihr Leben lang Magnesiummangel. Dann gehen sie dahin zum Fasten, machen 30, 40 Tage Wasserfasten. Und danach normalisieren sich die Werte wieder. Vorher haben die ihr ganzes Leben lang Tabletten genommen und die Werte haben sich nicht normalisiert. Der Körper regelt das alles und in Heilungsphasen können diese Werte völlig anders sein, weil der Körper eben gerade Prozesse durchmacht. In Heilungsphasen ist es wie beim Hausbau so, da macht man halt mal eine Behilfsstütze, da schaut das Haus halt anders aus als später. Da macht man ein Gerüst erst außenrum um die Fassade und dann kann man sie besser streichen. Und deswegen sind die Vitaminwerte halt phasenweise in Heilungsphasen, in Bauphasen anders. Und was man macht, wenn man jetzt Vitamintabletten nimmt, wenn man B12 nimmt, wenn man D-Vitamin D3 nimmt, egal, man braucht nichts, der Körper macht alles von alleine. Selbst heutzutage in dieser vergifteten Umwelt brauchen wilde Tiere keine Supplemente. Man braucht nichts. Alles kommt von innen raus und heilt von alleine. Auch wenn man sich einen Arm bricht, der Doktor, der kann dir vielleicht den Knochen richten, damit er wieder gerade ist, aber heilen und zusammenwachsen tut der Körper immer von alleine. Immer. Wenn man Medikamente nimmt, kann man vielleicht die Schmerzen unterdrücken. Der Körper heilt trotzdem. Der Körper lässt den Knochen wieder zusammenwachsen, lässt die Haut wieder regenerieren, wenn man sich schneidet. Der Körper heilt von alleine. Und alles andere ist nur, ja, das ist nur Placebo, das ist einfach nur Gedanken,
Konstrukt. Man kann das eben unterstützen mit einem guten Umfeld, mit gewissen Lebensmitteln oder so kann man das unterstützen, dass das einigermaßen vonstatten geht, beziehungsweise mit Lebensmitteln, die den Körper einfach nicht behindern bei der Heilung. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Pflanzen oder irgendwas heilt. Ihr heilt euch immer selber, sondern dass man den Körper einfach nicht stört bei der Heilung. Und wenn die Vitaminwerte nicht stimmen, ja gut, dann nimmst du Tabletten, dann geht es dir wieder besser, weil du die Entgiftung stoppst. Das sind nichts anderes als Medikamente, auch wenn es natürliche B12-Tabletten sind oder natürliche, in der Natur wachsen keine Kapseln, in der Natur wächst kein Pulver. In der Natur wachsen Pflanzen und die kann man so, wie sie sind, ganz essen. Und wenn man die mono isst und ganz, dann hat man auch eine natürliche Bremse, da isst man nicht zu viel, da isst man nicht das Falsche. Da schmeckt man das Essen. Wenn man Pulver sich in Smoothie tut, wenn man Wildkräuter und so weiter in Smoothie tut, mit Früchten vermischt, da setzt diese natürliche Sperre nicht mehr normal ein. Man sollte lieber, was ich immer anfangs der Rohkost gemacht habe, ich habe immer ganze Wildkräuter gegessen oder ganze Algen, Sprossen. Ich habe zum Beispiel Algen mit in Salat reingetan. Ich habe Brennnesseln einfach direkt gepflückt und direkt so gegessen und eingespeichert. Und kann man machen mit Brennnesseln. Die kann man sich zum Beispiel einfach abzupfen. Dann kann man die so glatt streichen mit den Fingern. Wenn man von unten drüber streicht, dann brennen die auch nicht. Und man hat da keine Probleme. Dann rollt man die ein bisschen, kann die direkt in den Mund stecken, ohne dass es brennt, falls manche denken. Genau. Muss man eben vorher ein bisschen zusammenrollen einfach. Und dann hat man natürlich einen Stopp. Da wird man sich keinen ganzen Kopf von Brennnesseln irgendwie reinhauen. Dann nimmt man ein paar Spitzen und es reicht. Oder man nimmt mal einen kleinen weichen Blattsalatkopf oder so. Da hat man natürlich einen Stopp. Wenn man Pulver macht, wenn man Tabletten macht, da ist kein natürlicher Stopp. Ja, also wenn man nach diesen B12-Werten geht, zum Beispiel habe ich 2012 mal meinen B12-Wert, das war jetzt dieser normale Blutserumwert, der war bei 146 oder was, also hatte ich schon vor 5-6 Jahren einen Mangel und habe seitdem nichts supplementiert, kein B12 und ja, ich lebe noch, ich weiß nicht, ich warte noch, dass ich nicht sterbe, keine Ahnung, ja. Also jetzt bin ich mittlerweile so an die 7 Jahre, glaube ich, vegan. Und ja, mal schauen, wann ich sterbe. Es gibt genug Studien zum B12 zum Beispiel. Rohköstler, die 20, 30 Jahre ohne Supplemente gelebt haben. Diese B12-Werte, die gehen höchstens meistens auf die 100 rum. Sie haben keinerlei Mangelerscheinungen, was diesen B12-Wert angeht. Der ist halt einfach niedriger manchmal. Aber selbst bei manchen, die 20, 30 Jahre das machen, ist er trotzdem nicht niedriger. Der ist immer noch bei 300 oder irgendwas. Auf jeden Fall in der Norm zwischen 200 und 1000, was der Wert sein soll. Und die Werte sind von jedem Land zu Land unterschiedlich. In dem anderen Land hat man erst unter 150 einen Mangel, was B12 jetzt zum Beispiel anbelangt. In dem anderen hat man, ja, in Deutschland ab 200. Dann von Jahr zu Jahr werden die Werte angepasst an eine kranke Gesellschaft. Und wenn man mal feststellt, wenn man eben dann auch Arnold Eric liest, andere ältere Rohkostliteratur, Norman Walker, egal was, Galina Shatalova, und man wird feststellen, es gibt keine gesunden Menschen heutzutage. Das sind genug Gifte im Keller, in die Leichen im Keller eingespeichert. So, das normale Mensch denkt vielleicht, er wäre gesund, aber glaubt mir, ich dachte, ich wäre gesund. Als ich meine Ernährung auf vegan umgestellt habe, habe ich gemerkt, was da ging. Da ging die Regenerationszeit hoch und am Ende verschwinden alle Ängste. Ihr fühlt euch einfach, ja, das sind keine Ängste mehr, ihr fühlt euch genial. Und ja, ein sorgvolles Leben ist anormal, ist einfach unnormal, ist, ja. Das Leben ist zum Genießen da, zum Erfahren, zum Erleben, so. Und da geht's wieder hin. Und das werdet ihr erfahren, wenn ihr den Weg geht, wenn ihr den Körper reinigt. Genau. Aber das wollte ich nur mal loswerden, also ich halte in jeglicher Hinsicht nichts von
irgendwelchen Supplementen, Vitaminen, Nährstoffen. Diese Theorie, ja, ich weiß nicht, wurde nie bewiesen. Ich glaube nicht dran und habe ja auch gesehen, dass es nicht so funktioniert. Und kenne genug Menschen und weiß, dass es nicht so funktioniert. Und das werdet ihr selbst feststellen durch eure Erfahrung, wenn ihr mal eure Erfahrung traut. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Viele Menschen, die können gar nicht mehr ihre Erfahrung trauen. Die schaffen es gar nicht mehr, wirklich zu vertrauen auf das, was sie sehen. Die haben so viele Gedankenkonstrukte im Kopf und Glaubenssätze, die sie aus Büchern haben, dass sie das Greifbare, das, wo man wirklich einfach begreifen kann, selbst mit seiner Erfahrung, dass sie das nicht mehr wahrnehmen. Das ist bei vielen Menschen so. Und man muss wieder lernen, auf seine eigene Erfahrung zu hören, das zu sehen, eben wieder zur Einsicht zu gelangen. So, ich habe neulich ein Video gemacht, messerscharfer Verstand. Das könnt ihr euch vielleicht mal anschauen, vielleicht hilft euch das weiter. Genau. Also, lasst das alles weg, die Supplemente, und hört auf euren Körper, reinigt den Körper und nehmt diese Ängste mal an, geht da hindurch. Es ist wie bei einer Geburt, man muss auch mal durch diese Ängste hindurchgehen, man muss die annehmen. Wenn sich ein Baby wehrt bei der Geburt und es muss ja in diesen kalten, dunklen Kanal und ins Ungewisse, mit dem Kopf voraus bei der Geburt, von dieser weichen, geborgenen Gebärmutter so. Und wenn sich das Baby wehrt, dann verwickelt sich es in der Nabelschnur, erstickt vielleicht oder es muss ein Kaiserschnitt gemacht werden, der Mutter der Bauch aufgeschnitten werden. Wenn man das annimmt, dann können diese natürlichen Prozesse wieder völlig normal vonstatten gehen und diese Heilungsprozesse zu wahren Wandlungsphasen werden. Genau. Also lasst euch da nicht irgendwelche Ängste einreden von irgendwelchen Pharmavertretern oder Schulmedizinern oder irgendwem, völlig egal. Denkt mal nach, schaut auf eure Erfahrung, schaut, was Tiere essen, schaut, was ihr esst, schaut, ob das hinhaut und begreift wieder die Sachen. Macht's gut, Leute. Ciao.